92 Teilnehmer waren beim 23. Sangeno Sport Migrant Slam Turnier hier im La Ville am Start. Es waren 7 lange, harte Turniertage und am Ende des letzten Tages kennen wir den Sieger. Es ist Peter Klager. Wie im Vorjahr hat seinen Titel verteidigt. Bei mir zum Interview begrüße ich jetzt die beiden Finalisten, eben den Philipp Schneider und Turniersieger Peter Klager. Philipp, ich fange mal mit dir an. Du hast gerade das Finale verloren. Wie geht's dir jetzt? Ja, jetzt im ersten Moment bin ich schon sehr, sehr enttäuscht. Es war ein harter Fight. Ich war lange Zeit gut dabei, aber die wichtigen Punkte leider nicht gemacht. Du hast doch im ersten und im zweiten Satz zu Beginn hochgeführt, aber dann ist der Peter zurückgekommen. Wie erklärst du dir das? Mir hat ein bisschen so die letzten paar Prozent von der Kraft und Energie und die letzte Entschlossenheit heute ein bisschen gefehlt. Also der bisherige Turnierverlauf hat schon sehr, sehr gezehrt und das habe ich heute leider gespürt. Trotz des verlorenen Finales, Philipp, bleibt dir ein toller Trostpreis. Du wirst ab morgen die neue Nummer 1 der Hobby-Tennis-Tour sein. Was überwiegt momentan, die Freude über die Nummer 1 oder doch der Ärger über das verlorene Endspiel? Ja, momentan schon noch der Ärger. Die Enttäuschung über das verlorene Endspiel. Aber ich glaube, morgen wird sich die Situation schon gewechselt haben. Also morgen wird die Freude über die Nummer 1 überwiegen. Gut, dann gratuliere ich dir auf alle Fälle zur Nummer 1. Und danke sehr. Darf jetzt den Peter zu mir bitten. Peter, du hast den Titel verteidigt. Das war ja ein unglaubliches Finale, vor allem ein unglaubliches letztes Game. Der Punkt, den du zum 40-15 gemacht hast, mit dem du dir deine ersten Matchbälle geholt hast, der war unglaublich. Zur Erklärung kurz, Philipp hat einen Netzroller gespielt, du bist nach vorne gelaufen und hast kurz groß den Stoppball gespielt. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Geilster Ball, den ich in den letzten Matches gespielt habe. Ich glaube, der gelingt mir einmal in 1000 Partien. Na super. Voll riskiert. Ich habe geschaut, ich glaube, es ist so knapp drüber gegangen. Aber unfassbar, wie der gekommen ist, war schon ziemlich lässig. Ja. Ja, 2 Punkte später hast du es dann noch klar gemacht. Du hast die Hände in die Luft gerissen, bist in die Luft gesprungen. Wie fühlst du dich jetzt nach der erfolgreichen Titelverteidigung? Sehr erleichtert. Also der Druck war wieder mal extrem groß. Es war extrem anstrengend zu spielen. Und der letzte Ball, das war wieder genau so viel out. Also das waren immer Millimeterentscheidungen. Es war aber, wie der Ball gespielt hat, war es unfassbar geil. Jetzt hast du deinen Titel verteidigt. Es gibt aber trotzdem einen kleinen Wehmutstropfen. Ich habe es vorhin beim Philipp angesprochen. Du wirst als Nummer 1 abgelöst. Wie geht's dir? Du hast deinen Titel verteidigt, du hast alles gemacht, was du tun konntest, hast sogar die neue Nummer 1 gerade geschlagen, aber trotzdem wirst du deine Position an der Spitze der Rangliste verlieren. Ja, bitter sicher ein bisschen, aber derzeit ist es einfach, dass ich das verteidigt habe, ziemlich cool. Und ich glaube, ich habe einen würdigen Vertreter. Ich glaube, der Philipp ist eine tolle Nummer 1, er hat sich's verdient, er spielt unfassbares Tennis, hat Leute geschlagen, also wo es keiner geglaubt hätte, auch ich nicht, weil ich habe uns beide nicht im Finale gesehen. Und ja, hochverdient. Ja, kann man nichts anderes sagen. Du hast gesagt, du hast euch beide nicht im Finale gesehen. Also warst du überrascht über deinen Titel? Ja, eigentlich schon. Also jetzt, es ist so, also wie ich die Auslosung gesehen habe, habe ich gedacht, dass der Philipp es unfassbar schwer hat. Und ich glaube, man hat auch am Schluss gesehen, dass es ihm ein bisschen gefehlt hat, weil er hat irrsinnig harte Partien gespielt, härtere als ich, dadurch auch sicher kräfteraubendere als ich und ist mir ein bisschen entgegengekommen. Aber es war ein unfassbares Turnier, es waren unfassbare Leute am Start und ich glaube, wir beide können sehr stolz auf uns sein, dass wir bis ins Finale gekommen sind. Das ist ein wahres Wort. Dann gratuliere ich dir noch einmal zum Titel. Dankeschön. Und das waren die 23. Sangener Sport ATT French Open. Wir sehen uns in 4 Wochen wieder dann beim nächsten Grand Slam.